Der Dacia Spring erleichtert Ihnen mit seinen einfachen Bedienelementen den Alltag. Dieser Wahlschalter steuert das Getriebe. Praktisch in der Handhabung, Sie müssen lediglich dieses Rädchen drehen, um die gewünschte Position auszuwählen. D, wie Drive, wählen Sie diese Position, um vorwärts zu fahren. N, wie Neutral, für die Neutralstellung. R, wie Reverse, für den Rückwärtsgang. Um Ihr Fahrzeug zu starten, positionieren Sie den Gangwahlschalter auf der Position N, wie Neutral. Betätigen Sie nun das Bremspedal und drehen dann den Zündschlüssel bis zum Anschlag. Die Kontrollleuchte OK auf der Instrumententafel zeigt an, dass Ihr Fahrzeug gestartet und fahrbereit ist. Sie haben kein Motorbrummen gehört. Das ist normal, Sie befinden sich an Bord eines Elektrofahrzeugs. Um den Fahrmodus zu wechseln, müssen Sie zuerst das Bremspedal betätigen, dann drehen Sie den Wahlschalter auf die gewünschte Position. Diese Kontrolllampe auf der Instrumententafel D oder N oder R blinkt zunächst und leuchtet dann dauerhaft, um anzuzeigen, dass der Modus erfolgreich ausgewählt wurde. Wenn Sie das Bremspedal nicht betätigt haben, bevor Sie einen Fahrmodus auswählen, fordert Sie diese Anzeige auf der Instrumententafel dazu auf. Zu Ihrer Sicherheit ist die Betätigung dieses Rädchens ohne Betätigen des Bremspedals nicht möglich. Achtung beim Halten, die Position N des Wahlschalters bewirkt keine mechanische Blockierung des Fahrzeugs. Achten Sie daher vor dem Verlassen des Fahrzeugs immer darauf, die Handbremse anzuziehen, damit das Fahrzeug sicher steht.